sollst einmal dick gewesen sein. Ich war 175 Pfund. Ist ich. 175 Pfund? Ja, ich habe mich dabei wohl gefühlt. Das sogar. Also, ich glaube, die Zuschauer der NDR Talkshow würden es mir niemals verzeihen, wenn wir jetzt nicht verraten würden, ja, wo du die Funde oder wie du sie verloren hast. Gibt es da ein Geheimrezept an der Jennifer? Auf keinen Fall, einfach nicht zu viel essen. Das ist sehr einfach. Das ist die große Geheimnis. Das ist sehr einfach. Jennifer, ich erinnere mich sehr gut daran, in Paderborn gab es eine Riesenveranstaltung des Westdeutschen Rundfunks mit Namen Showstart. Eine Sendung, die jungen Nachwuchskünstlern die Möglichkeit gab, sich einmal in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und damals kam, das darf ich den Zuschauern sagen, Jennifer Rush in einem bodenlangen weißen Kleid. Mit dem Licht da dran. 1000 Weihnachtsbaumkerzen, die immer an- und ausgingen. Und hat hinreißend gesungen. Ich habe in Reihe 37 gesessen und die Menschen immer reden hören, die ist toll. Hast du das eigentlich in dem Moment auch selbst geglaubt, als du rausgegangen bist? Ich war so jung und unerfahren, ich wusste nicht, dass man blöd aussieht. In so einem Kleid mit so vielen Sternen. Ach, hat der WDR dir dieses Kleid verpasst? Ich hab's nur getan. Ich habe nicht nur Rock gesungen, sondern auch ein Arietta dabei. Ja, So, das war meine Aufgabe, nicht der Kleid. Also ich fand, du sahst nicht blöd darin aus. Und dann bin ich umgefallen, nämlich ein bisschen später, anderthalb Jahre, glaube ich, waren das, bei Extra Tour. Da warst du dabei, das jawohl, und da kommt Jennifer Rush hoch. Ich dachte, aha, die kennst du. Und ich sah sie und erkannte Jenny nicht, weil all dressed in leather, total in Leder. Ne? Und es gab mal irgendwo so einen Artikel, da stand drin, du entwirfst und nähst deine Kleider selbst oder lässt du sie nähen? Sind es deine Ich entwerfe die alle selber und ich lasse die nähen und halt die Frauen, die nähen, die wissen besser als ich, die machen also Jenny das kein Fall. Das fällt runter, das nicht. Aber ich habe zwei Freundinnen in München, die machen das schon für mich. Da gibt es ja vielleicht noch eine mögliche zweite Karriere nach dem Singen. Aber nee, da soll jetzt denke nicht dran. Kein Mensch dran denken, das wollte ich auch nicht sagen. Weil es kommt ja so ungeheuer viel. Und du hast dir diesen Künstlernamen Jennifer Rush ausgesucht. Ich glaube gar nicht zu Unrecht, weil du innerhalb kürzester Zeit irrsinnig viele Platten verkauft hast. Du zählst, das darf man in aller Offenheit sagen, zu den weltweit bekanntesten Künstlerinnen. Hast du dran geglaubt, als du dein Power of Love in die Menschheit rausgeschmettert hast? Ich habe dran geglaubt, als vier Single davor war, die niemand noch auch im Zimmer glaubt dran. Come give me your hand into my dreams. Dran geglaubt habe ich schon. Aber dass es ehrlich passiert ist, ist wunderbar. Jenny, inzwischen bist du ja überall auf der Welt zu Hause und gerade ist deine vierte LP rausgekommen. Noch bevor sie draußen hatte sie schon wieder, was ja nicht weiter verwundert, die Goldmark erreicht. Und wenn man dann die Namen liest auf der LP, wer produziert hat, wer beteiligt war, dann merkt man nur vom Feinsten. Also da muss ja ein Kompliment machen. Bist du eine Perfektionistin, hast du gesagt, so, wenn ich jetzt den Erfolg habe bei deiner Plattenfirma, dann will ich auch diese Leute haben? Es dauert ein bisschen Zeit, bis man weiß, also wie man anheuert soll und dass man auch den Mund aufmachen darf. Aber das habe ich gelernt und ich bin stolz auf die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das schon. Du hast sehr schnell die Kurve gekriegt, finde ich ganz toll. Damals in der Maske von Radio Bremen bei Extra Tour, da hat unsere Maskenbildnerin gesagt, du seist ein sehr liebes Mädchen. Ich darf dir jetzt unumwunden ein Kompliment machen, das tue ich nicht immer. Sie ist es immer noch, das finde ich. Danke. Jenny. Dann hat irgendwann mal, das ist ja wie im Film, wahrscheinlich in irgendeiner Form das Telefon bei dir geklingelt und es meldete sich Elton John. Mhm. Der hat dich nämlich auch sehr früh schon wahrgenommen, um mit dir zu singen. Was war das? Ich muss ehrlich sagen, dass Elton und ich kennen uns seit 2 Jahren. Wir waren in England bei vielen Fernsehsendungen dabei und da war ein Titel, der sollte ein Duett sein und ich habe mir überlegt, wem? And I thought Elton John. Und ich habe ihn angerufen. Du hast ihn angerufen? Ja, klar, aber ich habe auch den von heute Abend angerufen. Und er hat gesagt, ja, mache ich gerne. Und für mich war das eine wirklich eine wunderbare Geschichte. Wir hatten in einer der letzten Talkshows seine Frau Renate hier. Und sie ist liebe Frau. Wie ist denn Elton so in der Zusammenarbeit als Mensch? Also nicht wie er und seine Frau, weil ich bin nicht seine Frau. Nein, nein, Gott der Wahre. Ich wollte doch hier keine neuen Gerüchte in die Welt. Ich wollte wissen, wie er als Kollege ist. Als Kollege. Ich habe noch nie so viele Kollegen gehabt, aber als Duettpartner. Aber der war sehr nett, ein Gentleman. Der ist pünktlich erschienen.